Ja, meine Damen und Herren, wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen hier aus unterschiedlichen Teilen in Deutschland zum Webinar von der Firma Schwind hier organisiert in den Zeiten, wo wir alle reduziert in unseren Arbeitsplätzen zurzeit uns befinden. Wir haben ein, glaube ich, ganz interessantes Programm zusammenstellen können an diesem Mittwochnachmittag. Die erste Stunde wird mit vier Vorträgen stattfinden. Wir hoffen, dass wir auch genug Diskussion haben werden. Dafür ist am Ende eine Viertelstunde, also von 4 bis 4:15 vorgesehen. Dann geht es weiter mit der spannenden Diskussion um das Thema, was uns alle zum jetzigen Zeitpunkt natürlich betrifft, Covid und Ophthalmologie, aber da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem ersten Sprecher. Nach unserer Liste wäre das Herr Neri. Es geht ja Okay. bei Ihnen um die Refraktionsmessung. Wie genau können wir Refraktion bestimmen? Versuchen Sie mal und legen los. Ich danke der Firma Schwind für die freundliche Einladung. Ich habe das erste Mal die Ehre, bei einer Schwind-Veranstaltung sprechen zu dürfen. Wir haben aber schon vor über 15 Jahren mal ein Mikrokeratom ausprobiert, und in den letzten Jahren haben wir unsere wissenschaftliche Zusammenarbeit noch intensiviert. Auch dieses Thema, worum es heute geht, haben wir genauer ausgewertet mit Samuel Abra Mosquera. Es ist zur Veröffentlichung eingereicht, aber jetzt erstmal nur ganz plakativ: Wie genau sind unsere Fraktionsbestimmungen? Denn Sie haben es schon immer geahnt, was ich Ihnen jetzt verraten werde, ist: Nicht immer sind die Laser schuld, wenn wir nachbehandeln müssen. Das liegt daran, dass wir zwar eine Menge an technischen Hilfsmitteln haben zur Behandlungsplanung, von OCT, Achslängenmessung, EPT-Messung und so weiter und so weiter. Das kennen Sie alles, aber letztendlich ruht das Ganze auf dem Fuß der Refraktion. Und die Refraktion ist problematisch, weil die Refraktion nicht konstant ist. Professor Seiler hat das ja schon vor Jahren mal untersucht, aber wir haben tageszeitliche Schwankungen, wir haben Schwankungen in Abhängigkeit von dem Pupillendurchmesser, in Abhängigkeit vom Hormonstatus, wir haben einen langsamen Drift. Das trockene Auge hat einen großen Einfluss, und deswegen haben wir seit Jahren versucht, unseren Workflow zu standardisieren und haben uns mindestens zwei Refraktionen an zwei verschiedenen Tagen als Minimum vorgenommen. Auf die Augenoberfläche sind schon verschiedene Studien eingegangen. Die Augenoberfläche hat einen enormen Einfluss nicht nur auf die Refraktion, sondern auch auf die Topographie, Tomographie, und kann die Messung insgesamt sehr stark verfälschen. Das gilt auch für die K-Readings und die Pachymetrie. Und bei unserer ersten Untersuchung machen wir eine Refraktionsanamnese mit den getragenen Brillenwerten, machen einen Autorefraktor und einen Off-Scan und eine Pentacam, also eine Topographie, Tomographie, gucken danach den kornealen Anteil des Astigmatismus nach der Achse, und dann wird mit der manifesten Refraktion begonnen. Das erfolgt nach einem bestimmten Standard, und wir fangen in der Regel mit der Brille an, es sei denn, die Brille ist völlig veraltet, dann kann auch mal der Autorefraktor als Ausgangspunkt dienen. An einem zweiten Untersuchungstag kommt der Patient wieder, und die Ergebnisse der ersten Untersuchung sind bekannt. Eine Optometristin führt dann eine Wellenfrontrefraktion durch, also eine Wellenfrontmessung, und da kommt ja eine Coropter Predicted Refraction raus. Dann wird eine weitere manifeste Refraktion, beginnt mit der beim ersten Untersuchungstermin angefertigten Refraktion überprüft.
Eine Zyklo-Outdoor-Refraktion erfolgt mit Tropicamid und dann eine Zyklo-Refraktion. Wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen dem ersten und dem zweiten Untersuchungstag, sei es in der manifesten Refraktion, sei es weil die manifeste Refraktion und die Wellenfront nicht zusammenpassen oder eine deutliche Abweichung zur Zyklorefraktion ist, dann vereinbaren wir eine dritte Untersuchung, mindestens eine dritte Refraktion, je nachdem, wie unterschiedlich die Sachen sind und was unterschiedlich ist, auch weitere Untersuchungen. Alle möglichen Kombinationen werden da überprüft auf Konsistenz und eine dritte, vielleicht auch eine vierte Untersuchung wird durchgeführt, manchmal auch eine Untersuchung, wo weitere Kontaktlinsen, Pausen und weitere Pflegemittel erforderlich waren oder Tränenpünktchen verschlossen wurden, bis wir zwei Untersuchungen haben, die zusammenpassen. Ein kurzer Abstecher noch, warum ist auch die postoperative Refraktion wichtig? Weil wir nur so unser Nomogramm entwickeln können. Das gilt für alle Lasernomogramme, das gilt aber auch natürlich für die Linsenberechnung. Nur so können wir laufende Verbesserungen oder Fehler erkennen. Zum Beispiel hatten wir mal Abweichungen, weil bei einer Wartung des Lasers eine Einstellung vom Techniker auf den Default-Wert zurückgesetzt wurde. Das war die Einstellung Vertex Distance von 16 auf 12 mm. Wir haben es nicht gemerkt. Nach ein paar Monaten zeigten die Ergebnisse aber einen kleinen Drift. Also zur eigenen Qualitätskontrolle und zur Qualitätssicherung. Hier die standardisierten Bedingungen. Wir benutzen für die präoperative Refraktionsbestimmung immer die gleiche Visusstrecke mit 6 Meter Abstand zwischen Phoropter und diesem Monitor an der Wand. Es dringt kein Tageslicht in diesen Raum und die Normsehzeichen werden zufällig generiert. Es sind also keine Zahlen. Der Monitor garantiert einen konstanten optischen Kontrast. Am Schluss machen wir mit diesem Sonnenrad einen subjektiven Abgleich auf eine Homogenität des Seeeindruckes, also den Zylinder insbesondere, gleichen wir damit ab. Jetzt haben wir uns gefragt, wie gut sind denn unsere Refraktionen? Dazu haben wir retrospektiv die letzten 1000 Refraktionspaare von Myopen oder myopastigmatischen Augen ausgewertet. Es handelt sich dabei um konsekutive Patienten, alles refraktive Patienten, keine Hyperopen dabei. Aufgrund des refraktiven Anspruches kooperationsfähige und kooperationswillige, hochmotivierte Patienten nehmen wir an. Und es handelt sich nochmal nur um präoperative Refraktionen, durchgeführt von 4 erfahrenen Optometristen. Hier sehen Sie die Ergebnisse. Wir sehen eine exzellente Korrelation, aber wir sehen auch einige Abweichungen von mehr als einer Dioptrie im sphärischen Äquivalent. Ich kann die hier zum Beispiel. Und das sind die Variationen bei einzelnen Augen. Und wir haben uns das mal genauer angeschaut. Die mittlere Differenz der beiden letzten Refraktionen betrug 0,16 Dioptrien mit einer Standardabweichung von 0,19 Dioptrien. Das ist im Grunde besser als was in der Literatur berichtet wird. Aber wie gesagt, hatten wir sehr standardisierte Bedingungen und sehr motivierte Patienten. Das sind die Ergebnisse von 4 erfahrenen Optometristen.
Wir sehen, in 6,7% gab es auch eine Abweichung im Visus. In immerhin 1,2% betrug diese Abweichung zwei oder mehr Linien im bestkorrigierten Visus. Das ist also klinisch relevant. Und wir haben 9% mit einer Abweichung von mehr als 0,4 oder 0,4 Dioptrien im sphärischen Äquivalent. Wir haben uns gefragt, macht es einen Unterschied, ob der gleiche Optometrist oder die gleiche Optometristin zweimal hintereinander misst oder ob die beiden Refraktionen durch zwei verschiedene Optometristen erfolgen. Und hier sehen Sie, dass es wohl statistische, aber keine klinisch relevanten Unterschiede gibt bei einem sehr standardisierten Protokoll, ob es der gleiche oder zwei verschiedene Untersucher durchführt. Hier nochmal einzeln. Außerhalb von einer Vierteldioptrie waren immerhin 36% bei dem gleichen Optometristen und außerhalb von zwei Dritteldioptrien nur noch 2%. Also wir haben vergleichbare Ergebnisse, egal ob ein oder zwei Untersucher. Das führen wir auf die standardisierten Bedingungen zurück. Und das könnten gleichzeitig das theoretische Limit sein, genauer oder reproduzierbarer, wiederholbarer wird es also vermutlich nicht. Das ist also das, was wir mit einer idealen refraktiven Behandlung erreichen können, wenn wir diese Ergebnisse reproduzieren könnten. Noch kurz zur Bedeutung der dritten Refraktion bzw. des Optimierens der Augenoberfläche. Wir hatten gesagt, wenn wir die beiden letzten Refraktionen uns anschauen, dann haben wir diese Abweichung 0,16 Dioptrien, was ja weniger als eine Vierteldioptrie ist. Die Vierteldioptrie ist die übliche Schrittweite. Wenn wir aber nicht die Augenoberfläche optimieren, sondern die beiden Refraktionen zwischen den drei Refraktionen durchführen, die wir bei immerhin 175 dieser 1000 Augen durchgeführt haben. Wenn wir uns da die größte Abweichung anschauen, dann sehen wir die mittlere Differenz, unterscheidet sich um 0,29. Und die Standardabweichung steigt auch. Das ist also nur als Hinweis, wie wichtig die Oberflächenoptimierung in diesem Fall für Ihre Fraktion ist. Zusammenfassend können wir sagen, unsere OPs können nicht besser sein als unsere Refraktionen, aber standardisierte Refraktionen verbessern unsere OPs. Noch ein kleiner Hinweis aus der Vor-Corona-Zeit. Die beste Planung ist natürlich wertlos, wenn wir beim Eingeben in den Laser oder wenn wir beim Auswählen der Linse daneben greifen, uns vertippen. Deswegen haben wir bis vor wenigen Wochen eigentlich immer in der Gruppe zusammengesessen und nicht das Vier-Augen-Prinzip, sondern das 14-Augen-Prinzip gehabt, um Übertragungsfehler zu vermeiden. Aber darüber wird dann nachher noch gesprochen. Also die Dateneingabe im Vorfeld in Ruhe und ein Check unmittelbar vor dem Eingriff, ein sogenanntes Team Timeout, gehört bei uns auch standardmäßig dazu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Herr Terneri, Sie haben angefangen eben. Greife das nochmal die Grenzen von Herrn Seiler auf. Und Sie kennen ja auch die KLC-Richtlinien. Herr Seiler hat auch eben gesagt, er ist von der PAK vom Prinzip nicht so überzeugt, was die ganze Weitsichtigkeit angeht. Das ist mein Fall auch. Ich mache auch fast vom Prinzip die Hyper-OP, wenn dann eigentlich nur mit lamellären Behandlungen. Wie ist Ihre Sicht? Und Sie haben ja viel Oberflächenbehandlung gemacht. Wie ist Ihre Sicht und wie würden Sie es einschätzen, auch mit der Höhe der Korrektur und auch mit den K-Werten, die Herr Seiler angesprochen hat? Ich habe viel myope Oberflächenbehandlung gemacht, hyperope Behandlungen. Im Wesentlichen
nie mehr als plus 3, ganz zu Anfang auch mal plus 4 oberflächlich, aber auch, genau wie Professor Sahne sagte, seit Jahren eigentlich nicht mehr, weil die Ergebnisse unvorhersehbar regredieren. Deswegen mache ich auch lieber eine LASIK bei Hyperopen. Ich führe gerne eine LASIK durch, gerade bei den Präpresbyopen. Und wenn jemand plus anderthalb manifest hat, plus 4 in der Zyklo, was gar nicht so selten ist, dann versuche ich, eine Brille zu verschreiben, diesen Akkommodationskrampf zu entspannen über mehrere Wochen, dann erneut zu refraktionieren. Ich akzeptiere einen Unterschied zwischen manifester und zykloplegischer Refraktion von, sagen wir mal, einer Dreivierteldioptrie. Aber wenn das so wie beschrieben 2,5 Dioptrien ist, dann muss man den Patienten darauf hinweisen und auch seine Compliance vorbereiten. Denn ich hatte mal eine Zahnärztin, die ich nicht vergessen werde, die war, sagen wir mal, 2, 3 Dioptrien hyperop, die ist dann initial bei -1 gelandet, hat das ganze Wartezimmer zusammengeschrien, und nach einem halben Jahr war sie perfekt. Die war so Anfang 40. Ja. Also die hat auch mit 40 noch so lange Akkommodationskrampf gehabt, dass sie nach einem Monat noch das Wartezimmer zusammengeschrieben hat. Das war Das mir ist übrigens, eine. das ist ja aktuell ganz gut. Da sitzen ja nicht mehr so viele Patienten Das stimmt. Aber das war, seitdem versuche ich diese Phase des Akkommodationskrampflösens präoperativ durchzuführen, mit Brille und zur Not auch Kontaktlinsen. Denn ganz schwierig wird es, finde ich, wenn man so einen einseitig stärkeren Hyperopen-Patienten hat. Dann muss man wirklich mit Kontaktlinse arbeiten und das ist wirklich für alle Beteiligten nervig. Aber ich halte das sinnvoll, das präoperativ zu machen und nicht hinterher. Und ich gehe auch nicht über 50 Dioptrien postoperative K-Werte. Herr Zaneri, vielleicht noch ein Wort zu der Refraktion. Wenn Sie sich das Ganze anschauen von der Refraktion, Sie haben sehr, sehr, sehr schön den Vortrag gezeigt, dass wir natürlich bei den rein refraktiven Behandlungen sehr abhängig sind davon, wie wir refraktionieren, wie gut machen wir das ein, zwei, dreimal. Wie gehen Sie vor bei solchen irregulären Hornhäuten? Ist das für Sie eine reine Sache, die letztendlich über die Topografie nur entschieden wird, oder wie gehen Sie vor? Die Ergebnisse, die ich vorhin gezeigt habe, das waren ja ideale Patienten, ideale Verhältnisse. Bei den keratoplastizierten Augen gilt ja viel mehr, dass die noch stärkere Schwankungen haben im Tagesverlauf oder von der Pupillenlokalisation, also nicht nur die Größe, sondern auch von der Pupillenlokalisation des Pupillenzentrums abhängig. Und da sage ich den Patienten von vornherein, dass wir die Erwartungen deutlich, deutlich reduzieren müssen, egal was wir machen. Bei den keratoplastizierten Augen mit 18 Dioptrien würde ich ausnahmsweise vielleicht auch mal versuchen, eine Akkurate-Inzision zu machen, also Astigmatismus reduzierende Inzision, dann nach 2, 3 Monaten nochmal messen und dann nochmal entscheiden, ob man mit einer IOL, die weniger Dioptrien zylindrisch braucht oder mit einer Oberflächenbehandlung dann vielleicht besser hinkommt. Denn bei 18 Dioptrien, Sie hatten diesen sehr eindrucksvollen Fall, kommt es ja wirklich auf eine Achtel Grad an. Darf ich vielleicht noch was zu Ihrem Vortrag ergänzen? Eigentlich passen Ihre Daten sehr, sehr gut in unser Bild rein. Gut, wir wissen heute, wenn ich die 7%, die über 0,4 Dioptrien haben, dann spricht es einem 95-prozentigen Konfidenzintervall von ungefähr 0,5 Dioptrien. Ist das richtig? Und wenn du überlegst, dass die ganzen Studien, die in der Myopiekorrektur gemacht wurden, gerade diese 95% innerhalb der plus minus 0,5 Dioptrien sind, dann passen Ihre Daten genau auf diese Daten, die klinisch gefunden wurden. Und das bedeutet andersrum,
dass der Leser kann es gar nicht besser. Die Fehler, die wir hinterher kriegen, diese 95%, diese 5%, die nicht drin sind, das sind unsere Refraktionsfehler, die wir aber auch nicht besser hinkriegen, weil ja die Refraktion selber fehlerbehaftet ist. Also insgesamt passt das sehr, sehr gut zusammen, das ganze Bild. Also insgesamt sind wir eigentlich gar nicht so schlecht, wie wir immer sagen, ne? Genau so. Okay, also. Und wir können den Fehler gerade an den Patienten weiterschieben, weil der ja die Refraktion durcheinander bringt, ja? Mit mir.